Die Entgeltumwandlung der Mitarbeiter ist sogar nicht nur ein Darlehen, sondern teilweise sogar ein Geschenk an das Unternehmen. Jetzt hört sich das so an, als wenn wir hier den Mitarbeiter über den Tisch ziehen wollen. Bei weitem nicht. Obwohl der Mitarbeiter Ihnen als Ihr als Unternehmer sogar Teile des Geldes schenkt, Sie werden es nie zurückzahlen müssen. Sie werden es nie zurückzahlen müssen. Ist dieses Geld in Ihrem Unternehmen für Ihre Mitarbeiter sogar sicherer angelegt und rentabler angelegt als bei jeder alternativen Anlageform draußen am Markt, als bei jeder anderen. Warum, zeige ich Ihnen gleich. Und die großen Vorsorgevermögen der Unternehmer selbst, der Unternehmer spart ja auch langfristig fürs Alter, wie auch immer, oftmals im Rahmen einer Pensionsrückstellung und einer Rückdeckungsversicherung in seinem Unternehmen. Und wer sowas kennt und weiß, der weiß, dass diese Finanzierungsmodelle in der Regel nicht aufgehen und hoher Nachfinanzierungsbedarf nach einigen Jahren entsteht und viele Unternehmer vor dem großen Problem stehen, das nicht ausfinanzieren zu können. In diesem Rahmen versickert das Geld der Unternehmen eben nicht in den Bilanzen der Versicherungen über Rückdeckungsversicherungen, sondern bleibt auch im Unternehmen erhalten. Und jetzt kommt noch was anderes dazu. Wir haben hier nicht die Situation, dass hier Pensionsrückstellungen gebildet werden müssen, sondern wir haben hier keine Bilanzberührung mit diesem System. Ja, was kann man mit dem Geld machen? Ich fasse es nochmal zusammen. Ich habe es gerade schon mal in einem Wort gesagt. Man kann frei walten und schalten. Man kann damit machen, im Grunde genommen, was man will. Aber sinnvoller ist es natürlich, das Geld betriebswirtschaftlich im Unternehmen arbeiten zu lassen. Also teure Bankkredite, Kontokorrentkredite abzulösen, Investitionen zu nutzen, für profitable externe Geldanlagen das Geld zu nutzen. Wir haben hier einen Vermögensverwalter links neben mir, der mir bestätigen kann, dass es aber in der Realität und in der Praxis 5, 6, 7% Rendite zu erwirtschaften über 30 Jahre über entsprechende Anlagemodelle ist kein Hexenwerk, überhaupt kein Hexenwerk. Finanzierung einer hohen Geschäftsführerversorgung lässt sich dadurch darstellen. Die Steigerung und Sicherung des Unternehmenswertes. Es ist doch ganz klar, wenn jeden Monat, Monat für Monat Geld ins Unternehmen reinfließt und Sie investieren es zu günstigsten Konditionen langfristig, kann das Ihr Unternehmen nur wertvoller machen. Es ist keine Situation denkbar, wirklich keine Situation denkbar, wo Mittelzufluss, der vernünftig angelegt und investiert wird, dazu führt, dass ein Unternehmen an irgendeiner Stelle in der Zukunft schlechter dasteht als mit diesem Geld. Es ist keine Situation denkbar. Sie schaffen sich Wettbewerbsvorteile, einmal über diesen Weg, aber auch dadurch, dass Sie Ihren Mitarbeitern über diesen Weg Unternehmerbank eine Altersversorgung anbieten können. Und ich stelle das jetzt mal unter folgendem Überschrift. Wer bei uns im Unternehmen einen guten Job macht, braucht sich um seine finanzielle Zukunft keine Sorgen zu machen. Und ich glaube, wenn man so eine Formel mit Leben füllen kann, und das kann man mit einem solchen System, dann schafft man sich damit in der Personalpolitik und am Wettbewerbermarkt, schafft man sich damit definitiv einen Wettbewerbsvorteil. Und das kann man mit Fug und Recht unterstreichen und damit sich erarbeiten. Die wichtigsten Vorteile hier nochmal auf einen Blick. Arbeitnehmer und Arbeitgeber sind Gewinner. Verlierer sind die Versicherungskonzerne, Verlierer sind Banken mittelfristig. Und das ist ja genau das, was wir erreichen wollen. Banken und Versicherungen machen mit dem Geld der Menschen, machen mit dem Geld der Unternehmer im Laufe der Jahrzehnte Milliarden Gewinne, wie wir gesehen haben. Milliarden Gewinne. Und was wir wollen diese Gewinne im Unternehmen lassen. Wir wollen diese Gewinne bei den Menschen lassen. Und das können wir ganz leicht schaffen. Warum entstehen denn überhaupt diese ungünstigen Kapitalanlagemöglichkeiten da draußen? Man braucht ja nur mal mit gesundem Menschenverstand kurz drüber nachdenken. Wenn Sie 100 Euro jeden Monat zu Ihrer Bank, zu Ihrer Sparkasse, in Ihre Versicherung reintun, was muss denn so eine Bank mit Ihrem Geld zunächst mal machen? Ja, die hat Tausende von Mitarbeitern, die hat eine riesen Infrastruktur, die hat Vorstände mit Millionengehältern, die hat Aktionäre, die müssen alle von den Renditen, die mit Ihren 100 Euro erwirtschaftet werden, müssen die alle gezahlt werden. Und jetzt stellen Sie sich doch bitte einfach mal vor, wir lassen diesen riesen Kostenblock weg. Darum geht es nur. Diesen Riesenkostenblock weg und schaffen es, das Geld sogar noch besser anzulegen, qualitativ besser anzulegen, als es bei jeder Bank und bei jeder Sparkasse bekommen.
Warum qualitativ besser ist auch ganz einfach. Gehen Sie heute zur Bank, zur Raiffeisenbank oder wo auch immer hin und Sie wollen Ihr Geld anlegen. Was kriegen Sie da immer? Hauseigene Produkte. Und hauseigene Produkte, gehen Sie davon aus, sie sind immer so kalkuliert, dass ein Maximum an Kosten drinsteckt. Kosten für Sie und Gewinn für die Bank oder die Versicherung. So, und wenn wir diesen Kostenblock, den die ja brauchen, kommen ja nicht ohne den klar. Die müssen ja ihre Mitarbeiter zahlen. Und wenn diesen Kostenblock außen vor lassen, dann kommen sie zu den Gewinnen, die eigentlich ihnen zustimmen. Das heißt, die Paläste, die da draußen stehen, gehören eigentlich den Kunden. Und mit diesen zusätzlichen Gewinnen können Sie Ihren Mitarbeitern, können wir den Mitarbeitern von mittelständischen Unternehmen genau diese Formel, die ich gerade genannt habe, wer bei uns einen guten Job macht, der braucht sich um seine finanzielle Zukunft keine Sorgen zu machen, können wir damit einlösen und trotzdem für das Unternehmen noch enorme zusätzliche Gewinne erzielen. Und wir haben 100% freie Liquidität für den Unternehmer und das kann nie schaden, weil es im Laufe der Zeit immer mal wieder zu über 30 Jahre ist das einfach so, zu Situationen kommt, wo das Geld mal knapp wird, wo die Liquidität knapp werden könnte. Es gibt kein Unternehmen, wo es immer nur so hoch geht. Das gibt es nicht. Vielleicht ein kurzer Zwischensatz an dieser Stelle. Schauen wir uns mal die Aussage des Statistischen Bundesamtes an zum Thema Inflation. Das Statistische Bundesamt sagt uns, in den letzten 45 Jahren haben wir im Durchschnitt pro Jahr 2,84% Inflation gehabt. 25 Jahre 2,5%. Ich will jetzt keine Vorlesung halten zum Thema Inflation. Das ist ein spannendes Thema für sich, habe ich auch schon viel darüber geschrieben. Das ist die Inflation des statistischen Warenkorbes. Hat mit Ihrer Inflation, mit unserer Inflation überhaupt gar nichts zu tun. Das ist eine Referenzgröße für den Arbeitsmarkt, für die Lohnpolitik und ähnliches mehr. Also eine rein statistische Größe, aber nehmen wir das mal zugrunde und wir gehen mal davon aus, dass wir über die nächsten 30, 40 Jahre eine Inflation von 2% haben. Wenn Sie heute für das Geld, das Ihnen Ihr Mitarbeiter zur Verfügung stellt, Ihrem Mitarbeiter eine Rendite zusagen, sagen wir von 1-2% oder von 1,5-2%, und Sie wissen genau, in 30 Jahren müssen Sie Ihren Mitarbeitern sein Geld zurückzahlen. Zum Beispiel, er gibt Ihnen 1.000 Euro und in 30, 35 Jahren zu Rentenbeginn müssen Sie 1.000 Euro plus zugesagten Zins zurückzahlen. Und wir unterlegen einfach mal eine Inflation, die jetzt unter dem Durchschnitt der letzten 45 Jahre ist, von 2%. Und Sie sagen Ihren Mitarbeiter auch 2% zu. Oder 1,75%, was heute eine Lebensversicherung garantiert bringt. Was passiert denn dann? Da kriegt doch Ihr Mitarbeiter in 30, 35 Jahren genau das zurück, was er Ihnen heute gegeben hat. Nach Abzug von Inflation. Sie geben ihm also nur genau das zurück, was er heute ihm gegeben hat. Weil Ihr Mitarbeiter kann ja mit seinem Geld zur Bank gehen, zur Sparkasse gehen. Was kriegt er da? 0,5%, 0,7%, wenn es gut geht. Von Ihnen kriegt er 1,5%. Ist das jetzt ein gutes oder ein eher schlechtes Geschäft? Und wenn wir das jetzt hochrechnen und sagen, das sind 100.000 oder 200 oder 500.000 Euro, gib dir 500.000 Euro und in der Zwischenzeit, in den nächsten 30 Jahren, kannst du damit machen, wirtschaften, wie du möchtest, möchte nur diese 500.000 Euro in 30 Jahren zurückhaben. Also ein Unternehmer, der das Geld nicht annimmt, der weiß, glaube ich, gar nicht, warum er Unternehmer ist. Der Mitarbeiter kriegt dann inflationsbezogen 2.300 Euro zurück und der Arbeitgeber hat beispielsweise 7% Rendite erwirtschaftet in dieser Zeit. Ich glaube 7% als Gesamtkapitalrendite ist ja an der unteren Seite anzurechnen, weil im mittelständischen Unternehmen, da können wir von 10 und mehr Prozent Gesamtkapitalrendite rechnen. Das heißt, dieses Delta hier dazwischen, das ist praktisch geschenktes Geld für den Unternehmer.